So. Jetzt reden wir hier mit dem Kollegen. Gehe erst, wenn du bereit dazu bist. Du kannst später zurückkommen. Okay. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Früher hatten wir diesen... Leila, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort. Diesen Animus. Muss ich etwa da runterkommen? Sind wir im Animus? Leila? Ja. Leila! Komm zurück! Leila, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Ach, fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Noch das Cyclosporin? Ich habe es ganz sicher in das Medikit gepackt. Da. Das Cyclosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Die Klimaanlage, ja. Müssen wir einmal zurückkehren? Nee, wir gucken erstmal ein bisschen rum. Was haben wir denn hier? Notizen. Vermisstenkartei. Okay. Na gut. So. Oh, was ist das? Ein Balken. Ein halber Balken. Mein Handy. Jo. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Okay, kann ich das ja aufheben jetzt? Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Wow, sei nicht so aggro. Größeres Stück Tape auf deinem Mund. Ja. Der Generator hält durch. Gut gemacht, Leila.
Ja, mehr schlimm, wenn nicht, ne? So. Okay. Kann ich eigentlich klettern? Nee. Das kann die nicht. Ist das hier? Sackgasse oder was ist das? Da oben ist auch ein Licht. Wir kommen hier nirgendwo hoch. Können wir hier hochklettern? Nee. Ich habe meinen Gensequenzierungscode gefunden. Wirst du Milton je sagen, dass du ihn mit seiner DNA getestet hast? Nein. Und du auch nicht. Es gibt viele Wege, für die Wissenschaft zu spenden. So kann man es auch nennen, ne? Ich hätte jetzt gesagt, das ist ganz leichter Betrug gewesen, aber... Okay. Okay, ist also der Generator. Platten haben wir anscheinend auch. Aber nur unten, ne? So. Hier gehen noch mehr Zettel rum. Ich glaube, den können wir nicht lang. Ich probier's einfach mal. Nee. Ich sollte mich nicht zu weit entfernen. Gut, also gehe ich auch davon aus, dass hier nichts mehr liegt, zellmäßig. Ein Jeep hier? Nee. Okay. Hier waren wir schon, oder? Okay. Der Generator hält durch. Okay, das haben wir schon gemacht. Gut gemacht, Layla. Das ist nichts. Okay. Gehen wir hier rein noch. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayex Mumie. Das ist eine richtige Tratstante. Okay. Ich glaube, wir müssen später irgendwie runterspringen. Wir können bestimmt später auch klettern. Bin mir relativ sicher. Okay. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig.
Nee, voll noch geil. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich muss dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Yamu. Heimat meines alten Freundes Menet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Wow. Alter. Das Kriegsgalionen, oder? Machst du das Diggerchen oder ist hier ein Wolf? Wow. Ja, da bist du im Wolf, ne? Der Wind peitscht den Sand vor sich her. Ohne das Buch kann mein Karl meiner Frau nicht in die Gefilde der Binsen folgen. Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst sein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Hast du gehört, wo die Banditen hin wollten? Der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole, glaube ich. Wir wohnen in der Nähe. Ich werde nicht nach Hause gehen, bis ich... Vater, das Buch ist fort. Du wirst Mutter im Gefilde der Binsen auch so finden. Ich verspreche es. Okay, wir gehen aber erstmal hier hin. Bayek, welch glückliche Fügung. Ich dachte, es dauert Jahre, bis wir dich wiedersehen. Friede sei mit dir, Menehet. Wie geht's der Familie? Die Kinder werden mit jeder Minute größer. Meine Frau und ich haben alle Hände voll zu tun. Und du? Gibt es was Neues zu... Nein. Ich vergesse mich. Es gibt so vieles in deinem Leben, worüber man besser nicht spricht. Vergib mir. Ich sehe an deiner Kleidung, dass du befördert wurdest. Ah, ja. Der Hohepriester in seiner Gnade machte mich zum Stellvertreter. Und er hat noch viel mehr als nur meinen Rang verändert. Du musst dir den Tempel ansehen. Bekomme ich eine Führung? Natürlich, natürlich. Wann immer dir danach zumute ist. Kriege ich jetzt die Führung? Möchtest du jetzt eine Führung durch den Tempel? Nach dir, Menehet. Oder heißt es Diener der Göttin? Menehet reicht völlig. Schließlich gehörst du zur Familie. Das ist keine traurige Ruine mehr wie beim letzten Mal.
Yamu veranstaltet jetzt regelmäßig Zeremonien, die unseren urigen Lebensstil zeigen und die viele Besucher mit mehr Gold als Verstand anlocken. Ah, diese Beschreibung passt auf jeden aus Alexandria. Ist das mit deinem Glauben vereinbar? Ich gebe zu, ich fühle mich nicht ganz wohl dabei. Von einer Räuberbande überwältigt, ha? Lautlos wie Geister. Onkel Bayek! Onkel Bayek! Hallo, Onkel. Juwel meines Lebens. Wieso seid ihr nicht bei eurer Mutter? Nimm mich hoch, Onkel Bayek! Na, wisst ihr, man muss einen Mann nicht von hinten angreifen, wenn man 4-1 in der Überzahl ist, ha? Du hast doch gesagt, verschafft euch jeden möglichen Vorteil gegen einen gefährlichen Feind. Ja, ja, ja. Und ich bin besonders gefährlich! Versteckt euch, denn der Wanderer verfolgt eure Fährte! Okay. So. Jetzt versteckst du dich. Komm lieber hier weg, Nyla. Du stehst doch den Priestern im Weg. Okay, nochmal ins Horn. Hat war hier auf dem Dach, ne? Nyla, verfolgst du mich etwa? Ohne mich verläufst du dich noch. Das ist ein großer Tempel. Asena, du musst jetzt runter hier. Von hier hat man einen wirklich guten Blick auf die Sterne. Nur die Priester dürfen sich hier aufhalten. Und das weißt du. Ja, aber ich wollte sehen... Still, komm jetzt runter. Wir beobachten die Sterne am Flussufer. Bestie, gleich findest du ein Ende durch die Hand des Mächtigen... Soris, bleib zurück! Dein Vater will, dass du heimgehst. Aber ich bleibe lieber bei dir. Na gut. Drei Bisse? Wirst du wieder bei uns im Haus schlafen? Kilber, was im Namen der Götter machst du da unten? Ich wollte mich verstecken, aber jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich habe Angst. Ganz ruhig. Ich helfe dir da raus. Wie? Läuft er mir hinterher, oder? Hier lang. Durch den Tunnel. Danke, Onkel Bayek. Das war das letzte Kind. Aber ich habe momentan das Gefühl, dass man in dem Teil jetzt überall hochklettern kann. Kann das sein? Bei den, ich sag jetzt im ersten paar Teilen Assassin's Creed, die klassischen, sag ich jetzt mal, gab es immer so kleine Steine oder Einbuchtungen am Rand, die man quasi nutzen muss. Seht euch das an! Es gibt Betrüger auf eurem Markt! Und ihr sagt, ihr könnt nichts unternehmen?
Mit den Marktgeschäften habe ich nichts zu tun. Sprecht mit dem betrügerischen Händler. Priester, ihr seid ebenso falsch wie eure Mumien. Und ja, mit dem Klettern und das Schlamm, das ist hier nicht mehr der Fall. Also du kannst wirklich überall hochklettern. Menahed, deine Brut ist wieder sicher zu Hause. Danke, mein Freund. Was wollte der von dir? Diese Besucher, sie erwerben religiöse Objekte und sind verärgert, wenn es in unserem Dorf keine toten Katzen mehr zu kaufen gibt. Ich bin zwar kein Händler, aber die Betrogenen lassen ihren Ärger leider meistens an mir aus. Das schreit nach einer starken Hand. Ja, wieder ein Punkt. Hilft die Händler bei Mark von ihr. Okay, wir gehen mal hin. Da steht ein Boot, wir könnten theoretisch mal darüber fahren. Aber ich glaube, da kommen wir eh irgendwann mal hin. Da wollen wir nicht rein. Nee. Das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Die Katzenmumien sind gefälscht. Erzähl mir etwas über die falschen Mumien. Ich möchte nichts mit dieser Sache zu tun haben. Menahed schickt mich. Dein Schweigen beleidigt sein heiliges Amt. Ich will weder ihn verärgern, noch die Götter. Man zwingt uns, Waren von schlechter Qualität zu verkaufen. Sonst werden unsere Stände zerstört. Wer steckt dahinter? Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Trefft mich heute Nacht, wo das Dorf aufs Ackerland trifft. Okay. Da wird nachts das sieht aus wie von einem Kind gemacht. Hier war das. Fähigkeiten. Jetzt brauchen wir dieses Teil. Schlaffall, Brandbombe. Handelsvertreter. Und sonst Gewinn verkaufen. Damit wir auf jeden Fall mal Kohle machen. Was haben wir hier noch? Schlaffeil. Verwesungsgift. Schon ist es Nacht. Huch. Eine Nebenquest. Ich habe meinen Mann seit gestern nicht mehr gesehen. Hilf mir, ihn zu finden. Magi, hilf mir. Ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Siehst du?
Schon haben wir unser... Wir müssen darüber. Was kriegt mir noch? Nun es hätte. Okay. Oh, Mitzi, hallo. Mein Freund, schön, dass du unsere Verabredung einhalten konntest. Komm, setz dich zu mir und trink einen Schluck Wein. Dafür habe ich keine Zeit. Es ist eine so schöne Nacht. Lass uns doch einen Moment die kühle Luft genießen, bevor wir übers Geschäft reden. Händler, ich bin nicht wegen der Luft hier. Wer steckt hinter den gefälschten Reliquien? Nun, weißt du, das ist nicht ganz so einfach. Es sind so viele verstrickt in diese furchtbare Sache. Aber sie würden alle dasselbe sagen. Bedauert den Leichtgläubigen, denn ihn erwartet großer Schmerz. Wer das Böse sucht, der wird es auch immer finden. Das ist ein guter Kämpfer. Schade, dass seine Neugier ihm den Tod bringen wird. Ich bin mal gespannt, wie deine Gedärme wohl aussehen. Wer durch unbekannte Gewässer fährt, riskiert dabei, auf Grund zu laufen. Nope. Ein Mann, der so gut kämpft wie du, kann es sich doch erlauben, gutgläubig zu sein. Rede, oder du endest genauso wie deine Freunde. Das wird nicht nötig sein. Zwischen den Dünen, südöstlich von hier, ist das Lager, wo die falschen Mumien hergestellt werden. Ich schätze, du willst jetzt dorthin und es zerstören. Besser das Lager als deinen Kopf. Die Götter werden mir gnädig sein, wenn ich diese Werkstatt zerstöre. So wahr Reh lebt. So eine Schande. Ist das hier für die Hexenverbrennung, oder? Ich weiß gar nicht, ob die damals sowas schon hatten. Also, zu dieser Zeit zumindest.
Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Zerstören. Nein, jetzt stehen die auf. Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Hey, was? Okay, die haben Wache abgelöst. Jetzt wird Menehet Ruhe haben. Es ist endlich getan. Genau, die werden noch nicht wiederkommen. Wie schnell das Schiff ist, ey. So, hier können wir irgendwo anlegen. Überbringen wir mal ihm die Nachricht. Kann ich einem alten Freund das Leben erleichtern. Heute Abend veranstalten wir ein großes Spektakel. Unsere Göttin Sachmet verteidigt das Volk gegen Isfets Chaos. Aber Pamu, unser Kämpfer, ist bisher nicht aufgetaucht. Wenn er nicht kommt, wird der Hohepriester mir die Schuld dafür geben. Ich gehe ihn suchen. Sachmet segne dich. Sein Haus ist nicht weit vom Markt, aber sieh erst in der Taverne nach. Es schmerzt mich, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Pamu schätzt einen Becher Wein von Zeit zu Zeit.
Jo. So, Leute. Dann machen wir erstmal wieder Pause, würde ich sagen. Sonne geht gerade auf, oder? Ja. Jo, und sehen uns dann gleich wieder, ne? Bis dahin. Ciao.